Hallo zusammen und willkommen zum sechsten NVIDIA RTX 4000 Launch. Es geht heute um die RTX 4060 ohne Ti in der OC-Variante. Bedeutet, heute gehen alle OC-Karten dieser RTX 4060 an den Start. Gestern bereits die normalen MSRP bzw. UVP-Karten. Und ich bin sehr gespannt, was diese Karte so leistet, denn am Ende könnte diese Karte für viele interessant sein, denn die meisten User da draußen nutzen immer noch eine ältere 60er Grafikkarte, wenn wir uns mal die Steam Hardware-Analyse anschauen. Es ist kein Geheimnis, dass die Kombination aus Ada Lovelace und TSMC 4N super effizient arbeitet und so bietet der bisher kleinste Ada Lovelace Chip AD107 3072 CUDA-Kerne und 24 Streaming-Multiprocessors und somit 29% weniger Ausführungseinheiten als eine 4060 Ti. Bei der Gigabyte Gaming OC 8G-Version taktet die GPU mit 2550 MHz und damit zählt sie zu den sogenannten OC-Karten. Heißt, ein höherer Preis gegenüber den MSRP-Karten, im Schnitt ca. 10, maximal 15 Euro. Beide Kartentypen vereinen das 128-Bit-Speicherinterface, ein größerer L2-Cache und 8 GB Videospeicher. Man muss sich auch wirklich mal die Grundsatzfrage stellen, ist es wirklich nötig bei einer solchen Mid-Range-Grafikkarte, und das habe ich auch schon bei der 60 Ti gesagt, den Grafikregler bei jedem Spiel bis aufs Maximum hochzuziehen. Ist das wirklich nötig? Siehst du wirklich den Unterschied zwischen sehr hoch und ultra oder extrem? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich für meinen Teil sage, ich sehe es nicht und deswegen nutze ich auch gerne das zweithöchste Preset, weil ich erkenne keinen Unterschied und ich möchte einfach mehr FPS. Was für viele einfach nicht verständlich ist und irgendwo auch natürlich ein Rückschritt ist, ist die Speicherreduzierung um 4 GB im Vergleich zur 3060 mit 12 GB. Ja, es gab die 3060 auch noch mit 8 GB, allerdings bot die dann in der Summe schon mal 15% weniger Leistung. Aber Senshili, meine Frage, warum 8 GB und ein super kleines 128-Bit Speicherinterface? Die Speichermengen 6, 12, 24, 48 sind non-binär, wohin hingegen 4, 8, 16 und 32 GB binärkonform sind. Die GPUs selbst besitzen mehrere Speichercontroller mit jeweils 32 Bit, an denen die einzelnen VRAM-Speicherchips angebunden werden können, die aktuell eine Kapazität von 1 oder 2 GB mit sich bringen. Ein Beispiel: RTX 4070, die zum Einsatz kommende AD104 250 GPU, wurde von Nvidia mit 6 32-Bit-Speichercontrollern ausgestattet. Auf den PCBs und damit unabhängig von den einzelnen Grafikkartenherstellern werden immer 6 VRAM-Chips GDDR6X von Micron mit einer Kapazität von jeweils 2 GB verlötet, in der Summe also 12 GB Grafikspeicher. Hinzu kommt dann noch der größere L2-Cache. Warum? Das ist super wichtig. Frühere Speichersysteme boten einen kleineren L2-Cache und sobald dort eben die Daten nicht vorhanden waren, wurde der Videospeicher der Grafikkarte genutzt und das war in der Summe eine langsamere Variante. Mit einem größeren L2-Cache, der viel dichter an den einzelnen GPU-Kernen sitzt, steigt die Performance, da es weniger sogenannten Cache-Miss gibt und was dann immer noch nicht im Cache ist, wird dann erst aus dem Videospeicher abgerufen. Somit wird das 128-Bit-Speicherinterface kompensiert. Zweimal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1 sind mit am Start, sowie der klassische 8-Pin-Stromanschluss. Die offizielle Netzteilempfehlung laut Reviewers Guide liegt bei 550 Watt, Gigabyte sagt 450. Ehrlich, Freunde, werdet euch bitte mal einig. Angebunden wird die Karte mittels PCI Express 4.0 und 8 Lanes, deutlich zu erkennen, denn 50% der Kontaktfläche der X16-Schnittstelle sind gar nicht angebunden. Die Gaming OC-Version setzt auf das WinForce-Kühlsystem mit 380mm Lüftern. Diese sitzen auf einem ausreichend groß dimensionierten Kühlkörper mit 2 Heatpipes. Hinzu kommt eine schicke Backplate und ein Switch für das OC und Silent BIOS, welches lediglich die Lüftersteuerung ändert. Du brauchst für diese Grafikkarte kein neues und zugleich auch kein riesiges Gehäuse, denn diese Karte ist gerade einmal 28,1 cm lang.
Nvidia sagt, es ist die ideale Karte für 1080p Full HD Gaming mit Raytracing DLSS für $299 bzw. hier in der Gaming OC Version mindestens 349 €. Ob der Preis okay ist, wird sich nach den Benchmarks noch zeigen. Das Testsystem ist in der Beschreibung verlinkt. Es ist das gleiche wie auch beim Test der 4060 Ti. Beginnen wir mit den klassischen rasterisierten Spielen. Hogwarts Legacy 1080p Preset Ultra 82 FPS im Durchschnitt, 59 FPS 1% Low. Gegenüber einer 3060 gibt es also knapp 11% mehr FPS. Borderlands 3 1080p Preset Ultra 98 FPS im Durchschnitt, 65 FPS 1% Low. Die 3060 ist also fast 14% langsamer. Assassin's Creed Valhalla 1080p Preset extrem hoch, 104 FPS im Durchschnitt, 64 FPS 1% Low. Gegenüber der 3060 gibt es somit 22% mehr FPS. Six Siege 1080p Preset Ultra 370 FPS im Durchschnitt, 234 FPS 1% Low. Die 3060 ist knapp 12% langsamer. Forza Horizon 5 1080p Preset Ultra 114 FPS im Durchschnitt, 90 FPS ist 1% low, eine 3060 ist 21% langsamer ohne DLSS. Mit DLSS bei gleichen Settings gibt es im Schnitt 162 FPS und 116 FPS 1% low. Die 3060 liegt 70% zurück. Cyberpunk 1080p Preset Raytracing Ultra 36 FPS im Durchschnitt, 29 FPS 1% low, 24% mehr Leistung als mit einer 3060 ohne DLSS, aber in der Summe halt einfach nicht spielbar. Mit DLSS bei gleichen Settings gibt es im Schnitt 99 FPS im Durchschnitt und 80 FPS 1% low, somit 90% mehr Leistung als mit einer 3060. Alle Prozentwerte zusammengefasst und den Mittelwert gezogen, sieht das Ganze jetzt wie folgt aus. Eine 4060 ist 17,33% schneller als eine 3060, jedoch, und jetzt aufgepasst, 4,6% langsamer als eine RX 6700 XT, 6,3% langsamer als eine 3060 Ti, 14% langsamer als eine 4060 Ti in klassischen rasterisierten Spielen. Die GPU taktete im Durchschnitt mit 2791 MHz, war zu 97% ausgelastet, was gut ist, wurde nur 61 Grad warm und hat 106 Watt im Durchschnitt verbraucht. Somit liegt sie innerhalb der Nvidia-Angabe zur TGP von 115 Watt und 110 Watt AGP, sprich Average Gaming Power. Alles andere noch dazu, noch ein bisschen Reserve einplanen und schon wird klar, ein 400 respektive 450 Watt Netzteil reicht vollkommen aus. Yeah! Denn das freut sicherlich jetzt all diejenigen, die noch eine ältere PC-Konfiguration haben, wo beispielsweise eine frühere Ryzen- oder Core-i-Generation am Werken ist und damals kombiniert wurde mit einer GTX 1060 oder 2060 oder irgendwas von Team Rot und eben ein 400-Watt-Netzteil zum Einsatz kommt. Doch warte mal, sein Chili, die Karte hat doch nur PC Express 4.0 und 8 Lanes. Was ist, wenn diese Karte jetzt auf einem älteren System verbaut wird, wo lediglich PC Express 3.0 zur Verfügung steht? Weil dann läuft ja die Grafikkarte nur mit PC Express 3.0 und 8 Lanes. Und das Ganze habe ich getestet und ich kann dich beruhigen. Wie du siehst, ich habe es mit PC Express 3.0 und dem i5-13400F getestet und zweitens kann ich ja sagen, es macht keinen Unterschied. Lediglich der klassische Unterschied von 3.0 zu 4.0, den es aber auch bei anderen Karten mit einem vollwertigen X16-Anschluss gibt. Falls du jetzt beispielsweise eine ältere Ryzen 1000 oder 2000 Plattform hast, kannst du diese Grafikkarte bedenkenlos draufschneiden. Genau das gleiche gilt auch für alle Intel-User mit einem Core-i-Setup der 7., 8., 9. und 10. Generation, weil darauf folgt der dann in der 11. Generation PCI Express 4.0. Ja, Ryzen 3000 kann auch PCI Express 4.0, wenn allerdings eine solche CPU auf B450 sitzt oder sagen wir einfach mal B350, dann gibt es eben nur PCI Express 3.0 und auch das funktioniert. Endlich mal gute Nachrichten! So, lass uns das Ganze mal zusammenfassen und ein Fazit daraus ableiten. Ich habe die Gigabyte Gaming OC Version mit dem Silent BIOS getestet, weil ich möchte einfach, dass eine Grafikkarte leise ist. Das war sie auch, die Temperaturen waren vollkommen im Rahmen, also absolut unkritisch. Es gibt RGB, was sich übrigens über RGB Fusion steuern lässt. Ein schickes Design und so weiter und so fort, also rund um eine schöne Grafikkarte. Mehr dazu in der Beschreibung. Es sollte klar sein, dass Gigabyte eine Grafikkarte designt und auf dem Markt
Markt bringt aufgrund der Herstellervorgaben seitens Nvidia mit Chip, Speicherausbau und natürlich auch dem Board-Layout. Alles drumherum wie Kühler und PCB-Layout, das kann jeder Hersteller für sich selbst machen. Deswegen richtet sich das Folgende jetzt nicht zu Gigabyte, sondern ganz klar in Richtung Nvidia. Ja, diese 4060 ist grundlegend eine sehr effiziente Karte mit neuesten Features wie Raytracing und DLSS 3.0, aber die vergangenen Launches haben gezeigt, wir als Tester, aber vor allen Dingen auch die Gamer da draußen, wir wollen mehr Videospeicher anstelle von irgendwelchen AI-Features wie DLSS. Das ist nicht böse gemeint, sondern einfach die Wahrnehmung von mir als Tester, aber auch meine persönliche Sicht als Gamer, dass ich sage, ey, 8 GB im Jahr 2023, das ist noch okay. Aber wenn ich diese Grafikkarte länger betreiben möchte als beispielsweise 2 Jahre, sagen wir mal 4 Jahre, dann wünsche ich mir einfach, dass ich dann auch in Zukunft noch aufgrund von mehr Videospeicher in der Lage bin, das zu tun. Ach ja, dann war ja innerhalb der Präsentation noch das Folgende zu sehen. Less Power. Nvidia vergleicht die RTX 4060 mit der 3060 beim Zocken bei 10 bis 20 Stunden Gaming und stellt eine Kalkulation auf. Für Spieler in Deutschland ergebe das bei 10 Stunden Zocken pro Woche immerhin eine Ersparnis von 0,6 Kilowattstunden und bei einem Strompreis von 48 Cent pro Kilowattstunde lassen sich so in 4 Jahren rund 60 Euro sparen. Somit 15 Euro pro Jahr. Irgendwie fühlt sich das Ganze unausgegoren an. Ich meine, wir sprechen von 1,25 Euro Ersparnis pro Monat. Mal abgesehen davon kostet eine Kilowattstunde Strom derzeit in Deutschland im Durchschnitt 35 Cent und alles über 40 Cent, da greift quasi dann die Strompreisbremse. Und deswegen finde ich das mit der Kalkulation in den Preisen auf dem Sheet nicht ganz so realitätsnah. Aber, und das ist mein Eindruck, das möchte Nvidia uns indirekt sagen, ist, dass wenn wir jetzt aufrüsten wollen auf eine neue Grafikkarte, wir kommen beispielsweise von einer 1060 oder 2060 und hatten jetzt grob im Kopf die 3060, ergibt die 4060 aufgrund von mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch dann wiederum mehr Sinn. Das heißt, diese Grafikkarte muss sich über den Preis am Markt positionieren. Die 3060 12G kostet im Schnitt 295 Euro, die 3060 Ti kostet durchschnittlich 330 Euro, die RX 6700 XT kostet im Schnitt 360 Euro, die MSRP 4060 kostet 330 Euro, die OC-Versionen 340 bis 350 Euro. Und jetzt kommen wir zum Problem, was ich auf Basis meiner Testergebnisse, und ich habe es mehrfach verifiziert, abzeichnet. Die 4060 ist 6% langsamer als eine 3060 Ti, 4,6% langsamer als eine RX 6700 XT, kostet aber Minimum das gleiche, respektive teilweise mehr. Klar, diese Karte ist 17% schneller als eine 3060 mit weniger Speicher und aufgrund der Durchschnittspreise ergibt sich daraus eine Kalkulation, dass es 17% mehr Leistung gibt im Vergleich zu 15% mehr Geld. Tja, und jetzt wird es schwierig, denn viele werden sich jetzt denken, lohnt sich diese Grafikkarte für 330 bis 350 Euro überhaupt, wenn ich bei Team Rot 4,6% mehr Leistung bekomme und 12 GB Speicher? Zum aktuellen Zeitpunkt sage ich dir, diese Karte lohnt sich noch nicht. Diese Karte muss unbedingt in kürzester Zeit preislich genau da positioniert sein, wo jetzt eine 3060 ist, also diesen Platz 1:1 einnehmen, weil dann ist die Mehrleistung von 17% bei rasterisierten Titeln gut, der Preis okay. Das Einzige, womit wir halt einfach klarkommen müssten, ist der kleinere Speicherausbau. Also 12 GB, schau, 8 GB, yay! Ich liebe Gigabyte beispielsweise. Ich möchte Gigabyte da nicht in Schutz nehmen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich finde die Karten geil. Sie tun auf jeden Fall, was sie tun sollen. Sind dabei leise, sehen gut aus, haben RGB, haben diverse Features, die sie auf jeden Fall interessant machen. Und deswegen finde ich diese Karte gut. Trotzdem, das Ganze so zu verpacken, ist super schwierig, denn ich sitze ja genau zwischen euch. Also in mir schlägt quasi das Herz eines Testers und der Gamer, also euch. Denn auch ich will eine Grafikkarte im Vergleich zu einer vorherigen Generation, die
mehr Leistung bietet, die etwas mehr Speicher hat oder doppelt so viel Speicher hat und einfach auch preislich attraktiv ist. Der Tester mir sagt, ja, geile Karte rundum, wenn der Preis passt, auch nice. Die 40er Karten sind effizient, haben aktuelle Features damit dabei wie DLSS 3.0. Ja, ich weiß, dass das noch nicht viele irgendwie tangiert, aber wenn wir uns mal zurückerinnern an die ersten Versionen von DLSS und wie viele das heute nutzen, ist da auf jeden Fall ein Trend nach oben für mehr User, die das Ganze nutzen werden in Zukunft, auf jeden Fall klar erkennbar. Deswegen finde ich das Ganze nice to have. Aber am Ende läuft es ganz klar darauf hinaus, dass diese Karte einfach zum aktuellen Zeitpunkt zu teuer ist und manche werden sagen, dead on arrival, DOA, weil sofern diese Karte jetzt über diesen Ladentisch geht für diesen Preis, ergibt sie nicht wirklich viel Sinn, wenn ich bei der Konkurrenz halt was günstiger respektive gleich teures bekomme mit mehr Leistung und mehr Speicher. Okay, damit habe ich jetzt genug gesagt zur 4060. Schreib mir unbedingt mal in die Kommentare, was du zur neuen Grafikkarte von Nvidia sagst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank für deine Zeit. Bis neulich und ganz genau. Ciao.